Stadtverwaltung, bei der Polizei. Wir hatten am Mittwoch um 17.30 Uhr bei der Polizeiinspektion ein Kooperationsgespräch gehabt. Das war sehr gut. Wir haben eine tolle Strecke heute. Thank you.
Gürtel. Und es kann nicht sein, dass eine EU die Landwirte traktiert von oben nach unten. Das kann nicht sein. Wir brauchen eine Freiheit von den Landwirten. Jeder Landwirt kennt sein Land selbst. Und jeder Land weiß, was sein Land um sich herum hat. Und das heißt, wir müssen von unten nach oben. Genauso muss ein Politiker genauso dafür haften. Auch das ist eine von unseren Forderungen. Und wir können nur gemeinsam, jeder, der irgendwie was zu sagen hat, wir machen eine Open Mic auch in München, jeden zweiten Freitag, miteinander reden, miteinander neue Ideen generieren, auf sich auslassen, was ist gut, was ist falsch. Das heißt wirklich Demokratie. Demokratie, so wie es gelebt worden ist, auch in der Antike. Da gab es ein Losverfahren, macht vielleicht auch, ist auch vielleicht möglich. Aber die Parteien, wie sie momentan sind, die sind wirklich, also wenn man Parteienpolitik ist leider Gottes auch gegen die Menschlichkeit, weil der einzelne Mensch denkt vielleicht anders als seine Partei und ist dann im Korsett der Partei. Das kann es auch nicht sein. Und Freiheit geht immer nur in einer Demokratie, und zwar in einer richtigen Demokratie, die von unten nach oben geht und nicht von oben nach unten. Sonst wären wir wieder im Föderalismus, in den hatten wir ja schon. Thank you.
sind hier einfach die Mitte der Gesellschaft. Und wir brauchen eine andere Politik, definitiv. Und wir brauchen andere Medien. Unsere Medienlandschaft hat nichts mehr mit wirklichem Journalismus zu tun. Nord Stream 2 zum Beispiel wurde kein einziges Mal in den Medien erwähnt. Was Simon Hirsch gesagt hat, kann es nicht sein. Es kann es nicht sein. Ich bin auch noch der Freiberaul aus dem Amt.